Zielt man mit einem Rauchring aus einiger Entfernung auf eine brennende Kerze, so lässt sich die Flamme ausblasen, wenn sie von dem Rand des Rauchrings getroffen wird. Grund dafür ist die Entstehung von Wirbelringen. Die Entstehung eines Wirbelrings ist in folgender Abbildung dargestellt. Es handelt sich zur Veranschaulichung dabei um Querschnittsansichten in einer Ebene, welche die Symmetrieachse des Flaschenhalses enthält. Wenn man hinten auf die Flasche schlägt, strömt Luft aus dem Inneren durch die Öffnung. Aufgrund der Viskosität von Luft ist die Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte des Luftstroms am größten und nimmt zum Flaschenhals hin ab. Daher ist wegen der Bernoulli-Druckgleichung der Druck im Inneren des Luftstroms kleiner als am Rand, weshalb an der Austrittsöffnung Luft von außen nach innen strömt. Die ausströmende Luft besitzt in Richtung der Symmetrieachse des Flaschenhalses einen relativ großen Impuls. Die an der Austrittsöffnung nach innen fließende Luft wird daher mitgerissen, ohne die Strömung stark zu beeinflussen. Reißt der Luftstrom ab, so wird auch die Luft im näheren Bereich vor der Flaschenöffnung abgebremst. Dadurch verschwindet der Unterdruck vor dem Flaschenhals und die nach innen fließende Luft bewegt sich zu ihrem Herkunftsort zurück. Die dabei entstehende Kreisbewegung erzeugt einen Vortexring. Wir zünden eine Rauchbombe in den Raum hier. Oh ja. Eine Rauchbombe. Und ich werde mit einer Vortex, also mit einem Gasring, diese Kerzen hier auslöschen. Und damit ich noch sehr gutes Licht, damit ich was sehe, brauche ich natürlich ein bisschen rote Farbe zum Zielen. Bitte die Tafelbühne nicht. Und da hinten das Licht aus, das blendet mich. Danke. So, wir löschen die Kerzen jetzt aus.